Einheit und Brüderlichkeit der Muslime. Fakt ist, dass die Einheit der Muslime in dieser Zeit unten durch ist. Aber warum? Warum bekriegen wir uns gegenseitig, statt uns gegenseitig zu helfen? Und warum hören wir nur Lästerei hier und das ist ein Käfer und der ist schlecht und der ist nicht gut und seine Absicht, wow, über den brauchst du gar nicht erst anzufangen. Warum? Ich frag dich, bei Allah, warum lästerst du über deinen Bruder, Bruder? Oder warum lästerst du über deine Schwester, oh Schwester, die du den Hijab trägst, die du sagst, ich folge Koran und Sunna? Aber wollen wir uns wirklich selbst betrügen und sagen, ich folge Koran und Sunna, aber im gleichen Moment bekämpfe ich Koran und Sunna, indem ich meine Geschwister im Islam bekämpfe und über sie umherläster? Ein Bild zu sehen von einem Syrer, dessen Haus bombardiert wurde, und dann zu sagen, Allahu Akbar, wird der Umma nicht helfen. Und wenn wir nicht den Zustand in unserem Herzen ändern und wirklich nach Koran und Sunna gehen und aufhören, über die Geschwister zu lästern, dann wird sich dieser Zustand auch niemals ändern. Erst müssen wir uns selbst ändern. Wir müssen richtig nach Koran und Sunna gehen und wir müssen aufhören, über unsere Geschwister zu lästern. Nein, wir müssen unseren Geschwistern helfen. Und das ist die Sache. Wir brauchen Einheit und wir brauchen Brüderlichkeit und wir brauchen keine Verräter in dieser Umma. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten und uns unsere Sünden vergeben und möge Allah ta'ala dieser Umma helfen. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum, liebe Geschwister im Islam und Salam, Nicht-Muslime. Jetzt gibt es ein aktuelles, neues Video auf muslimfitness.de. Der Link ganz oben in der Beschreibung. Thema Ramadan, Islam und Fitness. Ein sehr spannendes Video. Geht auf das Video rauf, teilt das Video und abonniert den Kanal, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister im Islam und Salam, Nicht-Muslime.